Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Videowochenschau. Ach Mist, jetzt habe ich meine Notizen vergessen. Okay, sorry, jetzt kann es losgehen, was man nicht im Kopf hat. Die Sporthalle am Vechter Schulzentrum Nord wird ab Juni für 925.000 Euro saniert. Die 40 Jahre alten Umkleiden und Sanitäranlagen werden bis Mitte Oktober komplett erneuert. 2012 hatte der Landkreis zuletzt größere Sanierungsarbeiten im Inneren der Halle in Auftrag gegeben. Und der Präventionsrat Lohne stellt das Projekt Klasse 2000 für Grundschulen vor. Das ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung. Am 1. März findet ab 19 Uhr ein Infoabend für Eltern, Lehrer und Interessierte im Lohner Rathaus statt. Habt ihr denn schon die neue Promenade entdeckt? Dort gibt es einige Fitness- und Gesundheitstipps, natürlich auch wieder Modeseiten und wir haben... Wartet mal. Irgendwie ist mir ganz schön warm. Das muss ich ändern. Ja, so ist besser. Und wir haben für euch gekocht. In der Aalräucherei Hoffmann kommen Forellen, Aale und auch andere Fische ordentlich ins Schwitzen. Seit 50 Jahren werden hier am Dümmersee auf Buchenholz Fische schonend im Rauch veredelt. Für die Promenade dürfen wir Restaurantkoch Jürgen Werner über die Schulter schauen. Heute gibt es ein paar ausgefallene Gerichte. Unter anderem zum Beispiel Aal auf Grünkohl-Mango-Paprikasalat. Falls ihr es nicht schon entdeckt habt, es gibt wieder neue Videos auf Karrierestart TV. Unter anderem mit Holz Amerkamp, Wernsing oder die Jungs von NOV, die erklären euch mal, was ein Zerspanungsmechaniker so macht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Ja, okay, die Zöpfe sind nicht so ordentlich geworden. Ich hatte ja gerade auch nur eine Sekunde Zeit.